So, wir starten nun unsere Wanderung. Übernachtet hatten wir ja auf dem großen Wohnmobilstellplatz direkt vorm Eingang. Der ist kostenlos. Vom Stellplatz aus sind ungefähr nochmal 1 Kilometer zu gehen, um an den eigentlichen Eingang zu gelangen. Das Gelände ist abgesperrt mit Hin- und Rückweg und das Gelände zu besichtigen benötigt man circa 2 Stunden. Hunde sind an der Leine zu führen. 5 € haben wir bezahlt. Drohnen sind nicht erlaubt. Na, kleiner, feiner Park. 10 Euro. Naja, nichts ist umsonst. Kurz vor 14 Uhr haben wir unser Ziel erreicht. Da die Rezeption noch geschlossen war, haben wir uns mal ein bisschen umgeguckt. Um 15 Uhr wurde die Rezeption geöffnet. Einen Platz haben wir aber leider nicht mehr bekommen, weil alles schon ausgebucht war. Unser Stellplatz. Ganz schöner Wind heute.
Parkplatz. Höhenbeschränkung 2,10 Meter. So, das ist der Strand. Das ist ein richtiger Sandsturm hier. Da hinten sieht man noch die Berge. Schmeckt nicht. Der Einsiedler. Das ist der Kamin. Schlafplatz. Da sitzt er. Nee, das ist weg. Lauf! Der Hund freut sich. Jetzt ist er weg. Hast du gesagt, ihr soll laufen? Aber jetzt kannst du wieder angeflitzt. Gibi. Was? Kannst du hecheln? Was? Du bist mir einer, du. Na, findest du schon was? Jetzt buddelt er bei mir. Oh Mann, bist du blöd. Meine Schuhe werden noch sandig. Der ist ja eh schon voller Muscheln hier. Das findest du richtig klasse, ne? Charlie geht hier richtig ab. Charlie, lass meine Muscheln cool. Bald geht die Sonne unter.